Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zur Betrachtung des Tagesevangeliums. Ja, wir dürfen heute darüber nachdenken, wie wir auf Gottes Liebe antworten. Am Dreifaltigkeitssonntag gestern haben wir betrachtet, dass Jesus diese Vollmacht hat, uns Menschen in die unendliche Liebe Gottes aufzunehmen. Und zwar als vielgeliebte Kinder des himmlischen Vaters. Doch wie reagieren wir Menschen auf diese Einladung Gottes? Ja, was müssen wir tun, um das ewige Leben in der Dreifaltigkeit Gottes zu gewinnen? Die erste Antwort, die Jesus uns gibt, heißt: Du kennst doch die Gebote. Und zählt die Gebote der Nächstenliebe auf. Ja, es ist so schmerzhaft, dass auch viele Christen sich mitreißen lassen vom Sog der Gesellschaft und die 10 Gebote der Liebe Gottes auf die Seite schieben und kaum mehr beachten. Wie wichtig ist es doch, bereits Gedanken des Hasses, Gedanken des Ehebruchs, Gedanken der Habgier zu widersagen und auch die kleinste Lüge zu vermeiden. Bleiben wir Kinder der Liebe Gottes und halten wir die 10 Gebote Gottes, die immer aktuell und wichtig sind. Dann geht Jesus einen Schritt weiter und lädt uns zur vollkommenen Liebe ein. Er sagt: Geh und verkaufe, was du hast. Gib das Geld den Armen. Und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Freilich kann nicht jeder, so wie der heilige Franziskus oder die heilige Clara, die vollkommene Armut leben. Doch jeder von uns kann sich überlegen: Hängt mein Herz noch am Besitz und Reichtum? Was sollte ich loslassen, was in meinem Leben zu einem Götzen geworden ist? Bin ich gerne bereit, das Überflüssige, was ich habe, mit denen zu teilen, die nichts oder nur sehr wenig haben? Da wir Menschen in der Liebe oft versagen und wie die Jünger mit Schrecken uns fragen können, wer kann dann noch gerettet werden, dürfen wir auch auf dieses letzte Angebot Jesu schauen, wo Jesus uns Menschen die Barmherzigkeit Gottes anbietet mit diesen Worten: Für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott. Denn für Gott ist alles möglich. Mit dem rechten Schächer am Kreuz dürfen wir immer wieder Jesus um seine Vergebung bitten. Gerade dann, wenn wir bitterlich in der Liebe versagt haben. Und auf das demütige, reuevolle Schuldbekenntnis wird Jesus dann das Unmögliche möglich machen. Und all denen das Himmelreich öffnen, die ihn um Gottes Erbarmen bitten. Im Namen der allerheiligsten Dreieinigkeit. Im Namen in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, unser heiligen Schutzengel und Namenspatrone und alle Engel und Heiligen des Himmels, löse ich euch, eure Familien, euer Hab und Gut von allen Flüchen und Verwünschungen, die gegen euch ausgesprochen oder gedacht worden sind, und setze euch frei davon. Dem Namen Jesu Christi von Nazareth trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Jesus, bitte vergib uns, wo wir in der Liebe versagt haben, wo wir gesündigt haben, wo wir die 10 Gebote nicht gehalten haben. Bitte vergib uns und wasch uns rein mit deinem kostbaren Blut. Und möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes euch von all euren Ängsten und Bedrängnissen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Und so segne, heile und schütze euch und eure Familien der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.